Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal vom Jubiläum Huber. Bevor das Video losgeht, wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Und hiermit begrüße ich auch Manuel. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dich angenommen hast, Alex. Ich wünsche auch allen ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und wir sprechen heute mit Alex, dem bekannten TikToker, über TikTok und seinen Werdegang. Richtig. Aber bevor wir starten, habe ich natürlich ein schönes Highlight für dich. Ich habe gehört, dass du auch Interesse an Uhren hast. Und vor allem eine Uhr hat es dir wirklich angetan. Ja. Das ist die GMT Master 2 von Rolex mit der blau-roten Lünette. Genau. Und hier haben wir die zwei Ausführungen. Und zwar einmal mit dem Oysterband. Das wäre die hier. Ja. Und hier die mit dem Jubiläband. Genau. Und du darfst die natürlich anschauen und tragen. Und da wollte ich dich fragen, was gefällt dir so gut an der Uhr? Was verbindet dich mit dieser Uhr? Genau. Also als allererstes hier an der Uhr gefällt mir natürlich erstmal dieses Rot-Blau, weil ich finde, das matcht einfach. Ich finde, diese Kombination ist es einfach. Also ich finde, das ist einfach so, es passt. Und genauso wie mit dem Armband, also das Oyster-Armband, gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Und für mich ist halt einfach so dieses Zeichen, diese Uhr. Es ist quasi so was Persönliches. Ja. Quasi für mich, wenn ich diese Uhr trage, beziehungsweise wenn ich sie dann besitze, dass ich sagen kann, ich habe es halt eben dadurch mit dem, was ich immer auf TikTok mache und so erreicht. Und das ist quasi wie so ein kleines persönliches Ziel. Und das ist quasi das, was mir die Uhr so viel wert auch macht. Genau. Ja. Super. Ja. Das heißt eben, du bist emotional dann verbunden mit der Uhr, dass du dir wirklich, sag mal, einen Meilenstein erreicht hast. Richtig, auf jeden Fall. Quasi so Ziel erreicht sozusagen. Genau. Und was hältst du von dir hier mit dem Jubiläband? Also mit dem Armband, also mit dem Jubilä finde ich jetzt natürlich nicht hässlich, finde ich natürlich auch schön. Aber ja, mit dem Äußeren gefällt es mir natürlich besser, weil ich finde, es sieht einfach breiter aus. Also ich finde, es sieht einfach massiver und besser aus, wobei ich das jetzt natürlich auch nicht schlecht finde. Mhm. Also, genau. Das ist ja das Schöne, oder? Jeder kann das individuell für sich wählen. Richtig. Der eine sagt, das gefällt mir besser, weil das ist etwas eleganter. Genau. Und der andere sagt, das ist etwas sportlicher. Ja. Von dem her ist das schön. Auf jeden Fall. Darum bitte schreibt in die Kommentare, welches Band euch besser gefällt. Würde uns interessieren, wo der Trend hingeht. Genau. Was sicher viele interessiert, Alex, ist, wie bist du zu TikTok gekommen? Wie waren deine Anfänge? Wie hast du gedacht, jetzt starte ich mal mit TikTok? Also es hat alles damit angefangen, ich war halt quasi, also alles hat angefangen, ich war 18 und ich habe so, damals hieß die App noch Musical.ly, also nicht TikTok, sondern Musical.ly, und da habe ich immer so rumgescrollt und habe mir gedacht, ja, gut, ich halt Musical.ly, so. Aber was die können, kann ich auch, so, oder? So ist es, ja. Und dann, das war eigentlich ganz witzig, war an einem Abend, habe ich mit ein paar Freunden gezockt und dann habe ich so aus Spaß eigentlich angefangen, ich habe so gesagt, jo, ich mache jetzt einfach mal ein Video, ich mache ein TikTok. Und ich schaue einfach, wie es ankommt. Und dann habe ich einfach so aus Spaß ein Video gemacht. Ja. Einfach so ohne Ziel, ohne alles. Also mein Traum war so oder so als ich 14, 15 war, war ich eigentlich schon immer so auf dem Weg, so in die Influencer-Richtung zu gehen. Aber dann mit 18 habe ich aus Spaß dieses TikTok gemacht. Ah ne, mit 20 war es, Entschuldigung. Also mit 20 habe ich das TikTok angefangen. Und das ging viral. Also das ging tatsächlich, das erste Video ging viral. Dein erstes Video? Ja, das hatte 1,2 Millionen Aufrufe. Boah. Und damit habe ich natürlich dann auch die ersten Follower gesammelt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich meine, wenn das erste schon so abgeht, wie wird das dann so weiterlaufen? Und somit ist es quasi, hat das Ganze seinen Lauf genommen. Wahnsinn. Ja. Was waren dann so die Meilensteine, wo du sagst, das sind so die drei wichtigsten Meilensteine oder Ziele, die ich erreicht habe? Also das Wichtigste ist natürlich erstmal so, man setzt sich natürlich immer so innerliche Ziele, sage ich mal, quasi, man weiß nie, wie weit man es schafft oder so, aber das Wichtigste ist natürlich erstmal für mich gewesen so, ich setze mir jetzt dieses Ziel, die 100.000 Abonnenten zu schaffen, weil 100.000, egal ob auf TikTok oder YouTube oder wo auch immer, 100.000 ist einfach eine krasse Zahl. Ja, definitiv. Und das war eigentlich auch mein einziges Ziel und als ich das hatte, da war ich überglücklich und ich bin es jetzt wirklich immer noch, dass ich wirklich so weit geschafft habe und ja, das ist eigentlich so der einzige Meilenstein gewesen, quasi, auf den ich hingearbeitet habe. Ja. Wann hast du das erreicht? Also wie lange hast du da gebraucht, dass du dein großes Ziel erreicht hast? Also die 100.000 Abonnenten, das größte Ziel war ja damals, die 100.000 Abonnenten, das habe ich innerhalb von 1,5 Monaten erreicht. 1,5 Monate? Ja, also es war sogar wirklich relativ schnell. Der Account wurde dann aber leider sogar gesperrt. Das heißt, ich habe dann wieder von null anfangen müssen und das hat natürlich die Motivation komplett in den Keller gezogen. Aber ich habe wieder durchgestartet und es ging also wirklich wieder sehr gut los. Gibt es da eine coole Story, wieso der Account gesperrt wurde? Tatsächlich ohne Grund. Also ich habe auch mit TikTok geschrieben und die meinen, ja, die wüssten jetzt nicht warum. Aber die können jetzt auch nichts machen. Also, ja. Ja, aber so läuft es ab und zu. Ja, eben. Somit sieht man halt quasi, dass
sowas quasi auch nichts Festes ist vielleicht. Also ja. Man weiß nie, wie lange es hält und wie lange es sein kann, aber ich habe halt einfach gedacht, es war immer mein Ziel und ich gebe es nicht auf und ich mache einfach weiter. Ja. Ja, aber auch schön, dass du dran geblieben bist, oder? Und ja, dass du sagst, dass das ist das, was ich machen will. Und auf da sieht Fall man wieder, oder? Ja. Wenn man kontinuierlich gute Arbeit leistet, ja, dann zahlt sich das auch aus. Und auf Rückschläge ja, verarbeitet, oder? Ja. Ganz wichtig. Safe. Wie machst du das mit dem Content, Alex? Schaust du da, was Trend ist, oder überlegst du dir selber was, oder sind das alles eigene Ideen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, dass du sagst, komm, jetzt poste ich das, morgen das, jetzt mache ich da mal eine coole Sache. Wie läuft das bei dir? Also hauptsächlich ist es so, ich gucke natürlich auf jeden Fall, was im Trend ist. Also hauptsächlich gehen auf TikTok Sounds viral. Ja. So, und somit benutze ich dann quasi irgendeinen Sound im Hintergrund und das Video geht meistens viral. Aber so vom Content her ganz unterschiedlich. Also entweder ich bin auch am Zocken mit den Jungs und die sagen mir eine Idee und mir fällt irgendwas ein. Oder also generell, entweder abends kommen die meisten Ideen oder ich beantworte Kommentare. Also unter jedes Video kannst du Kommentare schreiben und mit einem Video darauf antworten. Und somit habe ich quasi auch einen gewissen Bezug zur Community. Und ja, genau. Das ist lässig. Und was ist denn so, was würdest du sagen, die Zielgruppe oder deine Follower, würdest du das beschreiben, ich sage es mal, vom Alter her und allgemein? Also vom Alter her, ich habe ja so eine Statistik quasi, also Alter sind meine Abonnenten von ca. 14 bis 20 Jahre, also so der Durchschnitt. Und hauptsächlich habe ich meinen Kanal Gamer abonniert. Also ich mache ja hauptsächlich so den Content Gaming. Ja. Ja, und deswegen größtenteils Gaming. Ich habe 30% weibliche sogar Zuschauern und 70% an männliche. Und das liegt also sicher an deinem guten Aussehen. Und was denkst du, ich sage jetzt mal, so von der Presse über TikTok, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, oder? Weil es gibt ja Stimmen, die sagen, das ist sehr gut. Es gibt Stimmen, die das eher kritischer sehen. Was ist deine Meinung zum Image von TikTok? Also, es kommt drauf an. Also, ich sag mal so, das generelle Image von TikTok finde ich meiner Meinung nach jetzt nicht schlimm. Also ich finde sogar, ist eher die positive Seite. Aber dennoch, sage ich mal so, für wirklich jüngere Leute quasi, weil das jeder halt eben Zugriff auf die App hat, ist es schwer quasi zu sagen, also es ist quasi schwer zu sagen, so, weil eben Jüngere die App halt eben runterladen können und da sind halt eben Sachen auf TikTok, die man als Jüngere, sage ich mal, auch nicht sehen sollte. Ja. Deswegen ist halt, es ist so zwiegespalten, sage ich mal. Also ich stehe eher so hinter TikTok, sage ich mal. Also ich bin schon eher auch auf die positive Seite gezogen. Mhm. Ja. Und es gibt ja jetzt Plattformen, ich sage mal Instagram und YouTube, die ziehen nach mit ähnlichen, ich sage jetzt mal Formaten. Ja. Zum Beispiel Instagram ist das Reel, YouTube das Short. Mhm. Das ist ja alles angelehnt an TikTok. Also ja, die Formate sind ja wirklich, ich sage nicht ident, aber fast ident. Ja. was denkst du, also man sieht ja, der Trend eigentlich geht schon in die Richtung. Was denkst du über, ich sage jetzt mal, die speziellen Formate von Instagram und YouTube? Also ich sag so, es ist ein guter Zug auf jeden Fall von YouTube und Instagram auf jeden Fall. Aber ob die an TikTok rankommen, weiß ich nicht. Weil TikTok ist halt eben TikTok und es wird immer TikTok bleiben so. Und ja. Je nachdem, es kommt drauf an, aber wenn TikTok immer noch so Sachen macht wie grundlos sperren oder was weiß ich, dann kann schon sein, dass YouTube und Instagram quasi überholen. Aber ich bezweifle es. Also ich denke wirklich, es bleibt bei TikTok, wobei das mit Instagram und YouTube eigentlich auch nicht schlecht ist. Ja, ja, genau. Das heißt eben, du denkst auch, dass die Leute beim Original bleiben und da nicht abwandern. Genau. Was mich noch interessieren würde, Alex, was sind deine drei Lieblingsvideos auf TikTok? Ja, also, meine generellen Lieblingsvideos sind generell so, was mit Autos zu tun hat vor allem. Also ich sehe, also wirklich sehr, sehr gerne gucke ich so Videos an von Autos, die so Supersportwagen oder generell so Luxussachen, auch jetzt hier zum Beispiel mit Uhren. Sowas ist eigentlich hauptsächlich auf meiner For You-Page. Ja. Genau, das ist so das Hauptthema quasi, das so ganz oben bei mir steht. Dann natürlich auch noch Gaming-Tipps. Also quasi so an zweiter Stelle so, wo ich sage, so, ja, da kann ich mir so die ein oder anderen Tipps nehmen. Und ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptthemen oder Hauptvideos, die ich so am meisten so feiere, sag ich mal. Und dein Lieblingsvideo von dir, wo du sagst, das ist immer noch mein, man, es sind wahrscheinlich alle Videos super, aber ja. Wahrscheinlich wirst du ein Highlight haben, wo du sagst, das ist emotional, bedeutet mir am meisten. Also da habe ich tatsächlich eins, und zwar habe ich da eins gemacht, das hat auch um die 1,7 Millionen Aufrufe, müsste es ungefähr haben, ja. Und da stelle ich quasi so die Zukunft dar, also quasi so im Jahr 2040, wie ich mit meinem Sohn zum Beispiel zocke und
Ja, also das ist so, also wirklich auch sogar ein emotionales Video so für mich quasi, okay, weil ich halt eben so ein bisschen so in die Zukunft schaue. Ich weiß nicht, ob es so kommt oder nicht, das kann man ja nicht sagen. Aber ja, und das ist halt eben auch eins meiner viralsten Videos, wo ich halt eben sage, ja, das ist das Beste auf meinem Kanal. Eben, da zeigst du halt auch, sag mal, die Emotionen, wo du hast und, ja, und welche Ziele du noch im Leben genau verfolgst. Ja, auf jeden Fall. Genau. Schön. Ja, Alex, ich sag mal, super, dass du hier warst. Ich danke dir auch für einen kurzen Insight. Vielen, vielen Dank. Und wir haben ja noch ein Video am Start, wo du gewisse Tipps gibst, wie man bei TikTok, wenn man startet, auf was man achten muss. Genau, ich danke dir mal heute und wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, welches Armband ihr am meisten feiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein.